Unser Haar wächst von Natur aus nicht ständig gleichmäßig, sondern durchläuft mehrere Phasen. Etwa 85% unserer Haare sind gleichzeitig in der anagenen Phase. Das heißt, die Papille in der Haarwurzel produziert neue Zellen und das Haar wächst. Das kann, je nach Haar, 2 bis 6 Jahre dauern. Die Zellen in der Haarpapille werden während der Wachstumsphase von den Blutgefäßen der Kopfhaut versorgt. Dann stoppt das Haarwachstum und die Papille bildet sich zurück. Etwa 1% unserer Haare befindet sich gleichzeitig in dieser, der katagenen Phase. Zuletzt bleibt das Haar 5 bis 6 Monate in der Ruhephase. In der letzten, der telogenen Phase, schließt die Papille wieder an die Blutgefäße an und bildet ein neues Haar. Das alte fällt aus. Dieser natürliche Zyklus kann durch verschiedene Faktoren gestört werden. Ist die Kopfhaut nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, kann das Haar nicht optimal wachsen. Wenn die Haarwurzel nicht gut genährt ist, sind auch Zellen, die das Haar bilden, weniger aktiv. Mit der Zeit altern die haarbildenden Zellen. Die Zellerneuerung ist langsamer. Die Wachstumsphase des Haars verkürzt sich. Zusätzlich greifen Umwelteinflüsse das Haar an und es bricht vorzeitig ab. Freie Radikale aus der Umwelt schädigen auch die Stammzellen in der Haarmatrix. Dadurch wird außerdem der Aufbau des Farbpigments Melanin blockiert. Außerdem kann Dihydrotestosteron, eine aggressive Variante des Hormons Testosteron, Haarausfall bei Männern und Frauen auslösen. Eingelagerte Zuckerstoffe verhärten das Gewebe. Es wird schlechter mit Nährstoffen versorgt. Dieser Vorgang wird auch Glykation genannt. Die Folgen sind übermäßiger Haarausfall, dünner werdendes Haar, eine schlechte Haarqualität oder frühzeitiges Ergrauen. Die Ursachen für Haarausfall und dünner werdendes Haar sind vielfältig. Deswegen sind es auch die Wirkmechanismen der Méthode Regeneron. Die Wirkstoffe der Méthode bekämpfen die verschiedenen Auslöser von Haarausfall und verbessern so die Wachstumsbedingungen. Extrakte aus weißer Lupine und Mikroalge vitalisieren die Haarwurzel und stimulieren die Zellenergie. So nimmt die Haarwurzel Nährstoffe besser auf. Klettenwurzel und Ginseng-Extrakt blockieren die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron, ein aggressives Hormon, das die Haarzelle zerstören kann. Damit verhindern sie den Impuls zum Haarausfall. Lärchenholz, Grüntee und ein Premium-Lipopeptid wehren freie Radikale ab und verhindern damit den vorzeitigen Zelltod. Sie aktivieren außerdem die Bildung junger Stammzellen, die für das Haarwachstum nötig sind. Phytozellextrakt aus Äpfeln schützt und reaktiviert Stammzellen. Ihre Lebensdauer wird verlängert. Es unterstützt die Bildung neuer Stammzellen. Rotwurzelsalbeiextrakt und Vitamin B3 bauen schädigende Verhärtungen des Gewebes durch eingelagerte Zuckerstoffe ab und sorgen für eine elastische Kopfhaut. Das schafft eine optimale Grundlage für gesundes Haarwachstum. Eine echte Geheimwaffe ist verkapselter Edelweißextrakt aus Bioanbau in den Schweizer Alpen. Es reduziert den Haarausfall, indem es die anagene Phase der Haarfollikel verlängert. Außerdem stimuliert es die Zellteilung der Keratinozyten, sodass die Haare dicker und dichter wachsen. Zusätzlich wachsen die Haare schneller und der Melaningehalt ist höher, sodass es auch grauen Haaren entgegenwirkt. Méthode Regeneron pflegt und schützt nicht nur die Kopfhaut, sondern auch den Haarschaft. Das Ergebnis? Kraftvolles Haarwachstum und gesundes Haar.